Kann ich es hier auch aufzeichnen? Ich habe dich eben zum Co-Host gemacht. Das heißt, du müsstest auf deiner Seite auch die Möglichkeit haben. Ah ja, mit diesem Computer aufzeichnen. Ah, cool. Ja, prima. Ja, nochmal schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen, Mo. Hallo. Wir sehen uns jetzt zum ersten Mal seit ungefähr einem Jahr. Da hast du mich interviewt in Dortmund. Ja, genau. Ja? Der Film ist inzwischen auf YouTube zu sehen. Du mit 12 Zen-Meistern, 10, glaube ich, davon aus Deutschland, 2 aus Frankreich. Ja, richtig. Und jetzt wollte ich die Gelegenheit nützen, dir auch mal diese Fragen, die du uns damals gestellt hast, zu stellen, ja, wenn du dazu bereit bist. Ja, du hattest mich ja angefragt, ob sowas geplant wäre, dass ich die Fragen selber mal beantworte. Geplant war es tatsächlich nicht. Es war schon mal der Gedanke natürlich da. Aber es haben mir doch einige Leute geschrieben, die auch meinen YouTube-Kanal abonniert haben, die gesagt haben, hier, Thorsten, kannst du nicht auch mal? Und da ich ja nun mal kein Zen-Meister bin, habe ich mich da bisher etwas geweigert. Und als du jetzt gefragt hast, habe ich gedacht, gut, warum nicht? Mal schauen. Ja. Okay, wollen wir gleich losschießen? Können wir machen, ja, gerne. Du kennst die Fragen natürlich schon aus dem FF, aber stell dir trotzdem erstmal die erste. Wer bist du? Ja, so wie du schon sagst, ich kenne natürlich all diese Fragen. Das heißt, diese Spontanität, die ich auch bei vielen Lehrern in den Interviews erlebt habe, die fehlt mir natürlich, was ich etwas bedauere. Und ich kenne natürlich auch die, in Anführungsstrichen, richtigen Antworten. Ich glaube aber nicht, dass diese Frage auf eine verbale Antwort aus ist. Oder eine verbale Antwort ist immer unzureichend. Selbst zu sagen, ich weiß es nicht, ist unzureichend. Für die meisten Menschen ist es, glaube ich, ausreichend, wenn ich sage, ich bin Thorsten Schäffer, ich bin 39 Jahre alt, ich bin Vater von 2 Kindern, ich bin Ehemann, ich bin Zen-Mönch, ich bin in gewissen Teilen meines Lebens Unternehmer, ich bin derjenige, der diesen Film Blueprints for Zen Practice gemacht hat. Aber allein in dieser Aussage wird schon klar, dass ich die Person sehr, sehr komplex ist, ganz viele unterschiedliche Rollen spielt. Und die Art und Weise, wie ich jetzt hier mit dir spreche, ist völlig anders, als wenn ich mit meinen Kindern spreche oder mit meiner Frau oder wenn ich mit einem guten Kumpel eine Kneipentour mache und wir ein paar Bier getrunken haben. Und doch ist in all diesen scheinbar unterschiedlichen Thorstens gibt es etwas, was ich sagt, was sagt, ich bin, ich existiere. Und dieses Etwas, was natürlich kein Etwas ist, hinterfragen wir im Regelfall nicht. Wir sagen, ich bin Thorsten, ich bin wütend, ich bin glücklich oder zufrieden, aber wir hinterfragen dieses Ich nicht, dieses Ich bin. Was ist ich eigentlich? Und ich glaube, dass in allen spirituellen Wegen, nicht nur im Zen, auch im Advaita, im Hinduismus, in den mystischen Traditionen der verschiedenen Religionen, dass es dort immer um diese eine Frage geht. Wer oder vielmehr was bin ich? Und ich glaube, wir können sagen, dass wir sind, aber wir wissen nicht, was wir sind. Wir sind da und alles, was wahrnehmbar ist, kann nicht das sein, was wir sind, weil es da noch immer etwas gibt, was wahrnimmt. Wenn ich jetzt hier vor mir diesen viereckigen Monitor sehe, dann nehme ich diesen Monitor wahr und ich sehe ihn hier vor mir, also weiß ich, ich hier bin nicht dieser Monitor dort. Aber in Wirklichkeit nehme ich nicht einen Monitor hier vor mir wahr, sondern ich sehe ja nur ein Bild von diesem Monitor, eine Abbildung im Kopf. Und ich weiß, ich bin nicht diese Abbildung und andere Gedanken, Gefühle, Erinnerungen, die gesamte Geschichte, die ich mein Leben nenne, die der Verstand mir jeden Tag neu über mich erzählt, kann ich genauso wahrnehmen wie diese Abbildung dieses Monitors. Die Frage ist, was passiert, wenn ich den Fokus drehe, wenn ich versuche, das zu sehen, wahrzunehmen, was
all das sieht und ob das möglich ist. Und daraus resultiert dann, glaube ich, die Antwort vieler der interviewten Zen-Meister: Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht greifen. Ich kann es nicht beschreiben, nicht in Worte fassen. Nicht, weil das nicht möglich ist, sondern weil es keine Attribute hat, keine Form, nichts Greifbares. Ja. Ja. Also ist auch meine Antwort: Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Es ist mehr als dieses kontrahierte Gefühl in diesem Körper. Mhm. Offen und weit. Ja. Ja. Ja, nächste Frage. Was ist die Erleuchtung? Oder wenn du das Wort Erwachen vorziehst, was ist Erwachen? Mhm. Die Originalfrage in dem Film war ja, viele Menschen kommen zum Zen auf der Suche nach Erleuchtung, als wäre das eine persönliche Erfahrung. Was ist Erleuchtung, was ist Erwachen? Schlussendlich ist Erleuchtung oder Erwachen zunächst einmal nur ein Wort. Nicht mehr und nicht weniger. Aber gerade in der spirituellen Szene scheint dieses Wort ein unglaubliches Konstrukt an Ideen, an Vorstellungen erzeugt zu haben, die im Regelfall nicht zutreffend sind oder nicht annähernd in die Richtung gehen, was es vielleicht sein kann. Hinzu kommt, dass verschiedene Lehrer, nicht nur unterschiedlicher Traditionen, sondern auch innerhalb des Zen, verwenden die Worte zum Teil unterschiedlich, was für noch mehr Verwirrung sorgt. Deswegen kann ich nur aus meinem Verständnis heraus sagen, was ich darüber zu sagen habe. Es gab eine ganze Zeit lang, habe ich gesagt, es gibt keine erleuchteten Personen. Es gibt keine erleuchteten Menschen oder erleuchtete Meister. Das ziehe ich heute im Interview zurück. Ich revidiere das ein wenig. Es gibt erleuchtete Personen. Und zwar in der folgenden Metapher oder in dem folgenden Bild. Wenn ich hier eine Lampe habe und ich habe hier einen Gegenstand, der im Schatten steht, und ich mache das Licht dieser Lampe an und schaue mir den Gegenstand genauer an, dann ist dieser Gegenstand in dem Augenblick erleuchtet. Aber nicht, weil Erleuchtung irgendeine mystische Erfahrung ist oder irgendwas ganz Besonderes. Es gibt diese Erfahrungen auch, aber die sind genauso vergänglich wie alles andere auch. Es ist halt nur eine Erfahrung. Aber diese Erleuchtung, wenn dieser Gegenstand jetzt die Person ist, das, was wir im Regelfall als Person bezeichnen, Körper, Geist, Erinnerung, Wahrnehmung, dann ist Erleuchtung oder eine erleuchtete Person in dem Augenblick, wenn diese Person genauer betrachtet wird. Und das ist das, was wir aus meinem Verständnis heraus während Zazen machen. Wir schauen uns genauer an, was ist das, was ich nenne? Was ist dieses Konstrukt der Person? Und in diesem Bild gesprochen, ja, gibt es erleuchtete Personen, denn jeder, der sich aufs Kissen setzt, und es muss nicht mal auf dem Kissen sein, der genauer hinsieht und beobachtet, was kommt an Gedanken, an Gefühlen, an Wahrnehmung, an Eindrücken über die Sinne, was passiert von Augenblick zu Augenblick, ohne dass ich das Geringste zu tun brauche, dann ist diese Person in dem Augenblick erleuchtet. Sie wird genauer betrachtet. Die Frage ist, von welchem Punkt aus wird die Person betrachtet? Also die Frage war nie, wonach wir suchen, sondern von wo aus wir suchen. Was sieht durch diese Augen? Was hört durch diese Ohren? Was ist in letzter Instanz das, was bewusst ist, gewahr ist oder ja, die Quelle aller Wahrnehmung, keine Ahnung. Ja. Und das ist für mich, dieser Punkt ist dann wiederum das, was ich mit dem Wort Erwachen beschreiben würde. Zu erkennen, dass ich nicht dieses Körper-Geist-System bin oder nicht nur.
das jetzt in diesem Augenblick geschieht, verbalisieren von Gedanken, aber da ist nicht das Gefühl, dass ich das gerade mache, sondern es fließt, dieses Verbalisieren fließt. Aber das, was sieht, was beobachtet, das fühlt sich nach ich an. Ja. Gibt es irgendwelche Voraussetzungen für diese Erleuchtung? Für die Erleuchtung glaube ich, ja. Wir müssen mal genauer hinsehen. Für das Erwachen, ja, gibt es auch eine Voraussetzung. Wir müssen am Leben sein. Wir müssen Mensch sein. Aber ich glaube, Mensch, also für Tiere gibt es diese Möglichkeit nicht. Ich glaube, Tiere sind unbewusst, aber das ist reine Spekulation, sind unbewusst schon das, was sie sind, so wie wir schon das sind, was wir sind. Und deswegen braucht es keine Voraussetzung in dem Sinne, um das zu sein, aber um eine gewisse Erkenntnis davon zu haben, die Einfluss hat auf das Körper-Geist-System. Ja, benötigt ist unter anderem, dass wir leben. Genau. Ja. Meine Tochter hat vor einigen Jahren, sie war damals 4 Jahre alt, und kam zu mir und hat mich gefragt, Papa, kann Wasser eigentlich nass werden? Und ich habe kurz überlegt und habe gesagt, nein, Wasser kann nicht nass werden, genauso wenig wie Feuer brennen kann. Wir können Feuer nicht anzünden und wir können Wasser nicht nass machen. Es bedarf keiner Voraussetzung, um Wasser nass zu machen, weil es ist das, was es ist. Ja. Und ich glaube, das zu erkennen, dass in dem Nicht-Erkennen Erkenntnis da ist, dass in dem, weil ich es halt eben nicht sehen kann, weil es das ist, was sieht, liegt ein Stück weit Befreiung. Ja. Also es braucht keine Voraussetzung außer der Voraussetzung, lebendig zu sein, Mensch zu sein. Welche Rolle spielt Zazen und wie praktiziert man Zazen? In erster Linie ist Zazen eine Form der sitzenden Meditation, wobei wir dasselbe Problem haben wie mit dem Wort Erleuchtung, dass das Wort Meditation unglaublich viele Ideen und Konzepte sofort erzeugt. Das, was ich weitergebe, wenn ich mit Teilnehmern auf Zen-Tagen oder einem Zen-Wochenende bin, ist einfach nur zu sitzen, das, was im Japanischen Shikantaza genannt wird, und Beobachtung geschehen zu lassen, ohne etwas zu tun, was von Augenblick zu Augenblick völlig ohne unser Zutun geschieht. Herzschlag. Wir können den Herzschlag wahrnehmen, wenn wir genau hinspüren. Und wir können uns selber fragen, mache ich gerade irgendwas, damit Herzschlag geschehen kann? Und es muss zu unserer eigenen, ich nenne es intimen Erfahrung, wir müssen durchdrungen sein von dem Gefühl, von dieser Erkenntnis, nein, ich mache jetzt gerade überhaupt nichts, damit Herzschlag geschehen kann. Das Gleiche gilt für den Gasaustausch in der Lunge, für die Funktionsweise überhaupt der inneren Organe. Aus diesem Blickwinkel heraus ist die Lebendigkeit des Körpers ein absolutes Wunder. Es ist absolut fantastisch. Und wir können weiter Beobachtung geschehen lassen, was die Sinneswahrnehmung angeht. Schlussendlich, was Gedankentätigkeit angeht. Machen wir das oder geschieht Denken? Zumindest während Zazen, völlig ohne uns. Ich behaupte, dass es auch außerhalb von Zazen geschieht. Jetzt in diesem Augenblick geschieht Denken und Verbalisieren der Gedanken. Und das ist für mich Zazen. Also zu praktizieren, nur zu sitzen, sich vorzunehmen, nur zu sitzen
und Beobachtung geschehen zu lassen, was von Augenblick zu Augenblick geschieht. Inklusive der Tendenz, gerade was Anfänger wahrnehmen, dass wir immer wieder in diesen Fluss der Gedanken reinspringen und mitgerissen werden. Dann klettern wir halt wieder ans Ufer, setzen uns wieder ans Ufer und schauen dem Fluss der Gedanken zu. Also es passiert immer wieder eine Identifikation mit den Gedanken, ein scheinbares Mitdenken, in den Fluss hineinspringen oder hineinfallen, mitgerissen zu werden und den Punkt zu verlieren, von dem aus wir sehen. Wobei natürlich auch dieses mitgerissen werden gesehen wird und beobachtet wird, wahrgenommen wird. Ja. Das ist jetzt eine Frage, die gar nicht in den Katalog gehört, aber ich kann das total gut nachvollziehen, was du jetzt sagst über die Gedanken, und jeder kennt das. Ne? Am Anfang identifiziert man sich, aber dann ist es doch relativ einfach, sich einfach hinzusetzen und sehen, wie Gedanken da hochkommen und wieder verschwinden. Und da ist eigentlich kein Denker, der das macht. Das ist auch keiner, der die Gedanken vertreiben kann, sondern das ist so wie Wolken, die durch den Himmel gehen. Ja. Logischerweise würde mir dasselbe nicht gelingen, jetzt, wenn ich mich hier vor den Schirm setze und mit dir spreche, dass ich mir einfach nur zugucke und warte, was sagt denn jetzt der Muko als nächstes? Sondern ich muss mich sozusagen reinsetzen in diesen Fluss. Wenn ich mit jemandem spreche, muss ich schon sozusagen mitmachen bei dem Sprechen. Ich kann den Worten nicht einfach zugucken, wie sie so aus mir, also aus dem Mund herauskommen. Ja. Es sei denn, ich gebe denselben Vortrag zum 100. Mal und das läuft so wie ein Band runter. Dann kann ich mich manchmal tatsächlich so neben mich stellen und sagen, okay, das läuft ja heute ganz flüssig oder heute läuft es nicht so gut. Aber wenn so ein Gespräch läuft wie heute zum ersten Mal, wieso geht das nicht wie bei Sazen, dass ich einfach mich nur sozusagen zurücklehne und überlege mir, na, jetzt sei mal gespannt, was der Muho so alles sagt und wie ich zuhöre. Wieso kann ich mir nicht auf dieselbe Weise zuhören, wenn es dieses Ich doch angeblich nicht gibt? Oder wir sprechen gleich über das Ich. Ne? Aber ja, genau. Was ist der Unterschied zwischen dem Gedankenfluss und einem Gespräch? Ich nehme es tatsächlich so wahr und ich glaube, dass du es auch so wahrnimmst. Du hast gesagt, jetzt im Gespräch hast du das Gefühl, du musst in den Fluss reinspringen, um irgendwie zu agieren oder irgendwas zu tun, aber machst du das wirklich? Also, wenn du der Tuende bist, planst du dann, was du als nächstes sagst? Weißt du jetzt schon, was du in 2 oder 3 Minuten sagen wirst? Ich weiß nicht mal, wie mein nächster Satz lauten wird. Ich habe keine Ahnung. Es ist subtiler und ich höre diesem Geblabber hier gerade zu. Es geschieht ja Wahrnehmung. Und ich glaube, auch wenn du sprichst oder jetzt in dieser Interaktion zweier Personen, nimmst du dein Sprechen wahr oder nicht? Und du nimmst den Gedanken, der da ist, bevor das Sprechen vielleicht geschieht oder zeitgleich. Dieser Gedanke wird ja auch wahrgenommen, sonst könnte er nicht ausgesprochen oder wahrgenommen werden. Und dieses Wahrnehmende ist immer gleich. Die Frage ist, das, was wahrnimmt oder diese Quelle, die wahrnimmt, springt die in den Fluss? In deiner Frage? Naja, was ich meine, wenn ich sage, ich muss in den Fluss springen, ist, dass ich beim Sazen kann ich mich sozusagen zurückziehen auf die Beobachterrolle. Mhm. Einfach nur zuschauen und muss mitmachen. Während bei dem Gespräch, ich glaube nicht, dass das klappen würde, wenn ich mich jetzt ganz zurückziehen würde auf die Beobachterrolle und einfach mal gucke, was sagt denn jetzt der Muho als nächstes. Ich empfinde es nicht so, dass es ein Zurückziehen ist auf die Beobachterrolle, auch während Sazen nicht. Also das, was da beobachtet, ist immer Beobachtung. Unabhängig davon, ob du das Gefühl hast, ich bin gerade der Beobachter oder nicht. In dem Augenblick, wenn Wahrnehmung geschieht, ist Wahrnehmung da und Wahrnehmung findet ja ständig statt.
Und doch ist es, natürlich ist es im Alltag auch manchmal, dass das Gefühl da ist, ich spreche oder ich agiere, insbesondere wenn man mit anderen Menschen oder mit anderen Personen interagiert. Aber jeder Augenblick kann auch jetzt und jetzt die Einladung sein, zu schauen, beobachte ich, kann ich das, was gerade geschieht, kann ich das wahrnehmen? Und die einfache Antwort ist ja, sonst würde ich es nicht wahrnehmen. Also gibt es da eine tiefere Instanz von Wahrnehmung? Ich weiß es nicht. Ja. Gut, die nächste Frage vielleicht stammt noch mal ganz aus kurz. Dem ursprünglichen ja. Film. Vielleicht noch mal ganz kurz bezogen auf Zazen. Natürlich, ja. Natürlich ist Zazen die einfachste Form und deswegen auch die Übung, die wir praktizieren, die einfachste Form, um das zu erkennen, weil wir halt eben nicht in Interaktion sind, weil wir nichts tun oder uns vornehmen, nichts zu tun. Und ich glaube, die Übung nach diesem Erkennen besteht darin, dass wir das im Alltag integrieren. Ja. 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 Die 9 Fragen, die du den 12 Zen-Lehrern gestellt hast in deinem Film, die kommen, glaube ich, ursprünglich, der Inspiration kommt auch von einem Film, in dem Vedanta-Lehrer. Ja. Weiter Lehrer interviewt werden. Und aus der Liste dieser Fragen, das waren, glaube ich, 12 Fragen oder so damals, habe ich eine sozusagen recycelt und zurückgenommen in die Liste. Das wäre die nächste Frage. Du hast gerade behauptet, du bist kein Zen-Meister. Mhm. Was macht ein Zen-Meister aus? Welche Rolle spielt der Meister und wie erkennt man einen Meister? Tja, das ist eine gute Frage und eine spontane Frage, weil die halt eben in meinem Film nicht drin ist. Ich hätte sie gerne mit drin gehabt. Ich glaube, das, was einen Meister ausmacht, ist der Schüler. Das heißt, ohne den Schüler gibt es keinen Meister. Und ich glaube, dieser Begriff Zen-Meister, der ist ja erst im Westen entstanden, in Amerika, in Europa, in Japan gibt es diesen Meisterbegriff gar nicht, sondern da ist es, soweit ich weiß, nur diese Roshi-Bezeichnung oder Lehrerbezeichnung. Was einen guten Zen-Meister aus meinem Verständnis heraus ausmacht, ist, dass er ganz und gar Mensch bleibt. Dass trotz all dieser Erkenntnis er sein Menschsein komplett zulassen kann. Und das fand ich bei allen Lehrern, die ich interviewt habe, war das da. Ich habe ja die Lehrer auch vor dem Interview, nach dem Interview kennengelernt. Ich habe dich mit deiner Familie erlebt in Dortmund in der Wohnung, als du deine Lesereise hattest. Und nach diesem Erkennen, ich bin mehr als dieses beschränkte Gefühl von diesem Körper, der scheinbar aus sich selbst heraus existiert und unabhängig existiert, nachdem das erkannt wurde, wieder ganz präsent auch Mensch sein zu dürfen. Und dann in dem Augenblick mit allen Facetten, also auch mit den vielleicht verdrängten Anteilen, auch mit den Dingen, die wir an uns selbst vielleicht nicht mögen, dass wir die lieben lernen, weil sie so sind, wie sie sind, weil sie entstanden sind aus wechselseitiger Abhängigkeit. Ja. Also ich solchen Meister. Bitte, was? Wie erkennt man einen solchen Meister? Das ist ich glaube nicht, dass es äußere Merkmale in dem Sinne gibt, woran man das erkennt. Und ich glaube, es gibt für jeden Menschen, je nachdem, wo er gerade in seinem Leben steht, gibt es für diesen Augenblick den richtigen Meister.
mit meine wichtigsten und größten Meister sind meine Kinder. Nach den ersten Erfahrungen damals auf dem Kissen, wo ich gedacht habe, wow, jetzt das ist es und Einheit mit allem und was halt dazu gehört, war meine Tochter gerade oder kurze Zeit später ist meine Tochter geboren. Und meine erste Tochter hat im ersten halben Jahr in der Nacht keine anderthalb Stunden durchgeschlafen. Sie hat auch auf dem Arm, nachdem sie gefüttert wurde, sie hat geschrien wie am Spieß. Und ich hatte den falschen Ehrgeiz, dass ich, obwohl ich arbeiten gegangen bin, jede Nacht mit aufgestanden bin. Ich war nach 3 Monaten durch. Ich war völlig neben der Spur. Ich war wütend, ich war aggressiv, ich war auf mich wütend. Aufgrund dieses Schlafmangels, aufgrund des Geschreis, aufgrund dieses Zwangs, da drin zu sein. Und in dem Augenblick habe ich gemerkt, du Thorsten, wenn ein kleines Bündel Mensch dich so auf die Palme bringen kann, dann kann diese Erfahrung da auf dem Kissen, die einen Anfang hat und ein Ende hat, noch nicht das Letzte sein, worum es geht. Ja. Also von daher, die Illusionen über Zen haben mir tatsächlich meine Töchter, die Flausen haben mir meine Töchter ausgetrieben, weniger mein eigener Lehrer oder mein eigener Meister. Ja. Könnte man auch ohne Meister auskommen oder braucht man einen Meister und warum? Natürlich kann man auch ohne einen Meister auskommen. Der Großteil der Weltbevölkerung kommt ohne einen Meister aus. Aber die Frage bezieht sich ja darauf, ob man eine Erkenntnis erlangt oder Erwachen geschieht oder wie auch immer, ohne Meister. Ja, selbstverständlich. Also das eigentliche Erwachen hat Buddha ohne einen Meister. Er ist zu etwas erwacht, was er vorher nicht beigebracht bekommen hat oder was ihm vorher gelehrt wurde, auch wenn er selber natürlich Lehrer hatte, die ihm wiederum die Meditation und Konzentration beigebracht haben. Aber ich denke, ja, es ist einfacher, wenn man jemanden gefunden hat, der auf dem Weg einfach schon etwas weiter ist, rein aus dem Blickwinkel der phänomenalen Welt, weil es im Zen ja nicht nur darum geht, irgendwelche Erwachenserlebnisse zu realisieren oder zu erkennen, hey, ich bin mehr als dieses Körper-Geist-System, sondern Zazen kann gerade in den ersten Monaten oder Jahren durchaus auch eine therapeutische Wirkung haben, wenn ich mit mir selber so dermaßen konfrontiert bin, dass ich mir selber nicht mehr ausweichen kann durch Ablenkung des Alltags, kann Zen tatsächlich ähnlich einer Traumatherapie sein. Das heißt, in den ersten Jahren, so habe ich es erfahren, kommen ganz viele Gedanken und Erinnerungen kamen hoch bis in die früheste Kindheit rein. Und ich habe es tatsächlich... Ich fange anders an. Unser Verstand hat normalerweise 2 Möglichkeiten, mit unangenehmen Situationen oder traumatischen Erlebnissen umzugehen. Er hat entweder die Möglichkeit, ich ergreife diese Situation jetzt und wandle die irgendwie um durch Therapie oder ähnliches. Ich mache irgendwas damit. Oder ich verdränge diese Erinnerung, ich verdränge die Situation ins Unterbewusstsein. In beiden Fällen wird diese Erinnerung, nicht die eigentliche Situation, die echt und real war, aber die Erinnerung im Nachhinein wird zu etwas Realen in dem Augenblick, wenn ich sie ergreife und irgendwas damit meine, machen zu müssen, oder wenn ich sie verdränge. Und während Zazen können wir erfahren, dass es eine dritte Variante gibt, dass wir das, was auftaucht als Erinnerung, vielleicht als traumatische Erfahrung, dass wir es einfach für den Augenblick da sein lassen, ohne zu ergreifen, ohne es wieder zu verdrängen. Und es tauchen diese Sachen aus dem Unterbewusstsein auf. Und ich glaube, in dem Augenblick ist es hilfreich, jemanden zu haben, mit dem man sich darüber unterhalten kann, von Mensch zu Mensch. Dass man Erfahrungen mitteilen kann und jemand, der vielleicht auch die Autorisierung hat oder einfach eine Person, zu der wir Vertrauen haben.
Also das war bei meinem eigenen Lehrer das allererste Vier-Augen-Gespräch, was wir hatten. Bin ich zu ihm hin und damals war noch die Idee, ich setze mich rein, er sieht mich an und weiß sofort, wer ich bin und kennt mich und meine Lebensgeschichte und so weiter. Und ich wollte damals, weil ich bei mir vor Ort keine Zen-Gruppe hatte, wollte ich eine Gruppe leiten und bin zu ihm ins Dokusan rein und habe gesagt, hier, ich würde gerne eine Gruppe leiten. Denkst du, ich bin da der Richtige für? Und er guckt mich verblüfft an und sagt, woher soll ich das denn wissen? Ich kenne dich überhaupt nicht. Weil es war ja unser allererstes Gespräch. Ja, und damit war diese Illusion quasi auch zerstört. Aber es war ab diesem Augenblick, gerade weil er authentisch war, weil er echt war, war ein tiefes Vertrauen, was ich ihm gegenüber all die Jahre und nach wie vor empfinde. Und insbesondere nach diesen Interviews mit den anderen 11 Lehrern, ein tiefes Vertrauen, was ich empfinde. Und ich glaube, das ist hilfreich. Vielleicht nicht unbedingt für das Erwachen, aber manche Menschen erwachen aufgrund einer Nahtoderfahrung oder ähnlichem. Aber ich glaube, für uns als Mensch kann es hilfreich sein, jemanden zu haben. Das muss kein Meister sein, sondern jemanden zu haben, dem wir voll vertrauen, bei dem wir uns völlig öffnen können. Ja. Du hast gesagt, dass ein Meister auch ein ganz normaler Mensch ist. Und du hast auch gesagt, dass deine Kinder für dich Meister sind. Warum sagst du, dass du kein Meister bist? Ja, da sind wir wieder bei der Wortklauberei, genauso wie Erleuchtung. Den Begriff Meister, wie ich ihn eben verwendet habe, bezogen auf meine Kinder, ist, dass sie mir etwas beigebracht haben, mir ohne es zu wissen, unbewusst im richtigen Moment eine Ohrfeige gegeben haben, um zu sagen, hey, wach auf, egal in was für einem Kino du gerade drin bist, bezogen auf deine Erfahrung auf dem Session, wach auf, hier findet jetzt in diesem Augenblick das Leben statt und ich brauche dich jetzt, nimm mich gefälligst auf den Arm und renn mit mir 2 Stunden in der Nacht durch die Gegend. Dass ich kein Meister bin, aufgrund dessen, dass dort noch keine Weitergabe, Übertragung und der ganze konzeptuelle Kram stattgefunden hat. Es mag sein, dass es, ich habe am Anfang gesagt, der Meister entsteht durch den Schüler und es mag Menschen geben, die sagen, der Thorsten ist für mich sowas wie ein Lehrer oder ein Gefährte, jemand, dem ich vertraue und der einfach schon ein paar Jahre länger Sazen praktiziert und mir da weiterhelfen kann, wenn ich mich in irgendwelchen Ideen oder Konzepten verrenne. Und so ist es für mich mein Lehrer, wenn ich mich in irgendwas verrannt habe und merke, irgendwie komme ich hier gerade nicht als Mensch, ich komme hier gerade irgendwo nicht weiter, ich habe irgendwo den Splitter im Auge, den man selber nicht sieht. Und ich glaube, dafür ist ein Gegenüber wichtig. Ja. Du hast es schon angesprochen, aber die nächste Frage ist, wie können wir das Leiden überwinden? Vielleicht kannst du noch mal etwas dazu sagen. Ja. Das, was Buddha ursprünglich als Leiden bezeichnet hat, ist im Grunde, es mit Leiden zu übersetzen, trifft es nicht auf den Punkt. Der Ausgangspunkt von Buddha war ja das Leiden in Form von Alter, Krankheit und Tod. Das heißt, der Vergänglichkeit an sich, dass dieses Körper-Geist-System irgendwann sterben wird, dass ich heute nicht mehr die Person bin, die ich vielleicht vor 5 Jahren war, nicht mehr die Person bin, die ich vielleicht noch gestern war, im Kontakt mit anderen Personen oder Menschen. Als Mensch können wir dieses Leiden nicht überwinden. Wir können es annehmen lernen, dass Sterben genauso normal zum Leben gehört, wie das Geborenwerden. Auf der anderen Seite gibt es natürlich die Form des Leidens, des psychologischen Leidens. Das heißt, der Verstand erzählt uns immer eine Geschichte über eine Welt, über eine Wirklichkeit, die irgendwie besser zu sein hat, als die Wirklichkeit, wie sie gerade ist. Dass der Himmel muss blauer sein, die Kinder müssen weniger laut schreien, sich nicht so viel miteinander zanken. Das heißt, der Verstand kreiert ständig eine Idee von der Wirklichkeit, wie sie jetzt sein muss.
Und der Abstand oder dieser Kontrast zwischen dem, wie es jetzt ist, und dem, wie der Verstand uns suggeriert, es sollte so sein, das erzeugt Spannung, das erzeugt Leiden. Und ich glaube, in dem Augenblick, wenn Erkenntnis geschieht, dass wir halt eben nicht der Denker sind, sondern das Denken geschieht und abläuft, so wie Herzschlag, so wie Verdauung, so wie Gasaustausch in der Lunge, in dem Augenblick können wir viel öfter auch mitten im Alltag loslassen, diese Idee, die der Verstand präsentiert. Was nicht heißt, dass als Beispiel ich dauergrinsend und ständig guter Laune durch die Gegend renne, aber oder mit meinen Kindern nicht schimpfe, selbstverständlich. Wenn die sich viel streiten und in den Haaren haben, dann reagiere ich entsprechend auch. Aber diese Reaktion findet statt und kann genauso beobachtet werden wie alles andere. Ja, also das heißt, aus dem Leiden herauszukommen, ich glaube, ein wichtiger Schritt besteht darin, zu erkennen, dass wir nicht der Denker sind, nicht nur oder gar nicht sind, dass Denken etwas ist, was abläuft wie Herzschlag, wie Verdauung, wie Hören, wie Sehen. Und erkennen, dass das, was wir sind, nicht der Vergänglichkeit unterworfen ist, sich nicht verändert, weil es halt keine Attribute hat, weil es keine Form hat, kein Etwas, womit ich es irgendwie beschreiben kann. Und es sieht einfach nur zu und ist unvergänglich. Aus diesem Blickwinkel heraus kann ich nicht sterben, das Ich, was dahinter liegt. Ja. Das wäre wieder eine Frage, die nicht im Katalog ist, aber wir sind nicht der Denker der Gedanken. Trotzdem sind wir uns dieser Gedanken bewusst. Warum gibt es dieses Bewusstsein überhaupt? Beziehungsweise genau genommen gibt es ja nicht nur ein Bewusstsein, sondern Bewusstseine. In unserem Fall sind hier zwei verschiedene Bewusstseine. Warum bin ich eines davon? Warum sind die Bewusstseine getrennt? Warum bin ich immer nur eines? Und warum könnte dieses Denken der Gedanken nicht auch ohne ein Bewusstsein stattfinden? Genauso wie die Verdauung zum Beispiel, die funktioniert ja auch ganz prima, ohne dass da ein Bewusstsein der Verdauung beiwohnt sozusagen. Das tut es ja. Also auch Denken geschieht ohne das Bewusstsein in dem Sinne da ist, als Beispiel nachts im Traum geschieht Gedankentätigkeit, wobei es ist ja wieder Bewusstsein da. So, wenn da ein Traum ist, ne, dann ist es bewusst, ja. Genau, du hast eben gesagt, es sind zwei Bewusstseine, jetzt in diesem Augenblick hier. Das ist das persönliche, empfinde ich als das persönliche Bewusstsein. Natürlich gibt es ein persönliches Bewusstsein, aber selbst dieses persönliche Bewusstsein kann ja gesehen werden, weil ich kann es beschreiben. Ich kann sagen, dieses persönliche Bewusstsein macht mir den Eindruck, es fühlt sich an, als wäre das hier in diesem Körper, als würde dieses persönliche Bewusstsein durch diese Augen sehen und als wäre ich das. Also ich kann ihm Eigenschaften zuschreiben, die ich erkennen kann oder die ich sehen kann. Die Frage ist wieder, wer sieht das? Was sieht selbst das persönliche Bewusstsein? Und warum das so alles ist, kann ich dir nicht beantworten. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mal eine schöne Metapher gehört, die ich immer wieder auch gerne selber verwende, auch in meinen Büchern schon mal reingeschrieben habe. Hat einen christlichen Touch, aber nichtsdestotrotz trifft es das Ganze ziemlich auf den Punkt. Gott hat angefangen, mit sich selbst Verstecken zu spielen. Und er hat dieses Spiel so gut gemacht, dass er vergessen hat, dass es nur ein Spiel ist. Und so hat er sich selbst vergessen. Das trifft es einfach ziemlich auf den Punkt. Und keine Ahnung, vielleicht war ihm langweilig. Ja. Das sind, glaube ich, metaphysische Fragen, man kann sich drüber unterhalten bei einer guten Flasche Wein und das macht auch Spaß und das mache ich auch gerne, aber wir werden nicht zu irgendeiner Form von Antwort oder Verständnis kommen, bezogen auf diese Frage, warum geschieht all das?
Ja. Die nächste Frage ist, wie kann man das Ego überwinden? Damit zu tun hat natürlich auch die Frage, was ist das Ego überhaupt und wieso gibt es dieses Ego? Ja, nicht nur im Zen, sondern auch in anderen spirituellen Wegen wird immer auf diesem Ego rumgehackt. Das Ego ist der Feind, das Ego ist das, was für all das Schlimme verantwortlich ist. Ich glaube, das ist nicht so. Für mich, ich benutze gerne den Begriff Ego-Verstand. Das heißt, der Ego-Verstand, das Denken ohne Denker, mit der kompletten Geschichte, die uns der Ego-Verstand über uns erzählt, tagtäglich, wodurch wir das Gefühl haben, unser Leben ist ein Fluss, das sind keine Momentaufnahmen, sondern es ist ein von A nach B, von Geburt bis zum Tod und dazwischen passiert halt ein bisschen was. Dieses Ego, für das wir uns halten, zu durchschauen oder überwinden eigentlich nicht, sondern zu durchschauen, vielleicht auch darüber hinaus zu gehen, ist eine bessere Formulierung, ist zu erkennen, dass Denken geschieht, ohne dass wir etwas zu tun brauchen. Dass dieses gesamte Körper-Geist-System völlig ohne uns abläuft und die leichteste Form, das zu untersuchen oder zu sehen, darüber Erkenntnis geschehen zu lassen, ist in Sazen. Zu sitzen und zu beobachten, wie von Augenblick zu Augenblick alles Mögliche passiert, inklusive vielleicht Augenblicken, in denen Gedankenstille da ist. Auch das kann passieren. Aber selbst das wird wahrgenommen. Und die Frage ist immer wieder, von welchem Punkt aus wird das wahrgenommen? Selbst diese Erfahrungen namens Kensho oder Satori, solange es eine Erfahrung ist, die einen Anfang und ein Ende hat, ausgelöst durch intensive Praxis, durch intensives Pilgern oder bei den Sufis, durch intensives Tanzen im Kreis drehen. Wenn es einen Anfang hat und ein Ende hat, dann ist es noch nicht das, um was es geht. Ja. Welche Rolle spielt Hingabe? Ich glaube, das war deine Übersetzung für Devotion im Englischen. Ja. Welche Rolle spielt das im Zen? Ja, da waren die Antworten der verschiedenen, der verschiedenen Lehrer sehr, sehr unterschiedlich. In meinem Verständnis bedeutet Hingabe, dass in dem Augenblick, wenn ich erkenne, dass ich mehr bin als dieses Körper-Geist-System, wenn ich erkenne, dass es in Wahrheit kein richtig und falsch gibt, wenn Erkenntnis geschieht, dass dieses Körper-Geist-System nur existiert aufgrund von wechselseitiger Abhängigkeit, in jedem Augenblick neu, in jedem Augenblick frisch und anders, und ich diesem Prozess zusehen kann, dann kann Hingabe geschehen, dass ich mich ins Leben hineinfallen lasse. So empfinde ich es zum Großteil. Das heißt, sich hineinfallen zu lassen und seiner Intuition noch stärker vertrauen, egal was die Kiste hier oben sagt. Zum Beispiel hier bezogen auf das Video, als du mich gefragt hast, hey, ich würde gerne das Video mit dir machen. Die erste Reaktion der Kiste war, nee, mach das nicht. Und du bist ja kein Zen-Meister, das ist anmaßend, lass das bleiben. Das war die erste Reaktion der Kiste. Und als ich dann aber ins Bauchgefühl hineingespürt habe, nachgespürt habe, wie fühlt sich das an? Mache ich das nicht? Und der Bauch gesagt hat, mach das. Also es ist eine Übung, die ich irgendwann im Mentaltraining kennengelernt habe. Wenn wir uns einmal, und damit wir sind völlig im phänomenalen menschlichen Bereich, wenn wir uns einmal entspannen und an eine sehr negative Situation aus unserem Leben denken, aus den letzten Wochen oder Monaten, wie können wir das Gefühl, was wir mit dieser Situation verbinden, wie können wir das körperlich wahrnehmen? Und in meinem Fall ist es so, dass ich unangenehme Erinnerungen, nämlich war, dass der Bauch sich so ein bisschen zusammenzieht, so wie wenn man sich erschreckt oder Angst empfindet. Und umgekehrt, wenn ich mich an eine positive Situation erinnere, habe ich ein Gefühl, als würde der Bauch weit werden und weich und angenehm. Und den Großteil
insbesondere der großen oder scheinbar wichtigen Entscheidungen in meinem Leben, egal ob für meine Familie, für mich, für meine Kinder, treffe ich mittlerweile tatsächlich genau mit diesem Gefühl. Egal, was die Geschichte da oben brabbelt, ich stelle mir vor, okay, ich mache das Video mit dem Muhu und der Bauch wird weit, dann weiß ich, okay, ich mache das, egal, was die Kiste da oben erzählt. Ja. Und das ist für mich Hingabe, sich dem Leben anzuvertrauen. Weniger dieses Egoistische, dieses Mein und zentrierte Empfinden zu haben, sondern frei zu sein in seinen Entscheidungen und mitfließen mit dem Leben. Das empfinde ich als Hingabe. Und da gibt es kein richtig oder falsch. Es ist in dem Augenblick, lehne ich jemanden ab oder sage, nee, ich kann mit dir nichts anfangen, aus völliger Liebe zu mir und zu diesem Leben. Und bei jemand anders bin ich voll präsent und versuche zu helfen oder weiterzuhelfen. Aber nicht, weil ich das entscheide, weil es geschieht. Ja. Aber diese Bauchübung hat mir, mittlerweile mache ich das nicht mehr bewusst, sondern ich spüre einfach rein, was sagt der Bauch, okay, mache ich oder mache ich nicht. Diese Übung aus Mentaltraining hat mir damals gut geholfen. In dem Moment, wenn man erkennt, dass es kein richtig und kein falsch gibt und wenn man sich nur noch auf dieses Gefühl verlässt, ich bin nie enttäuscht worden davon. Am Anfang habe ich 2-3 Mal gegen das Gefühl gehandelt, weil ich es testen wollte, ausprobieren wollte und bin damit immer auf die Nase gefallen. Das Filmprojekt zum Beispiel, Blueprints for Zen Practice, war genauso. Es war zwar die Idee da, aber hätte der Bauch so gemacht, dann hätte ich gesagt, okay, lass ich bleiben, muss jemand anders machen. Ist nicht mein Job. Ja. Vorletzte Frage. Wie wird Zen im täglichen Leben praktiziert? Ja. Eigentlich möchte ich gerne sagen, dass in dem Augenblick, wenn erkannt wird, dass ich nicht der Handelnde und nicht der Denker bin, sondern Leben geschehen lassen kann, geschieht auch Praxis von ganz allein. Und das kann für den einen auf dem Kissen sein, als meine Kids geboren wurden, die sind 2 Jahre auseinander, habe ich, glaube ich, 3 Jahre gar nicht auf dem Kissen praktiziert. Meine Praxis bestand im Windeln wechseln. Ich habe, während ich Windeln gewechselt habe, mich konzentriert, beobachtet, was passiert gerade, mich der Atmung überlassen. Ich glaube, für die meisten Menschen ist Praxis im Alltag dennoch auch die Praxis auf dem Kissen, einschließlich meiner selbst. Also zwar nicht jeden Tag, aber fast jeden Tag sitze ich morgens auf dem Kissen, um das immer wieder zu aktualisieren, immer wieder, ja, zu dem zurückzukommen, was ich bin, trifft es eigentlich nicht, weil es ist kein Zurückkommen. Feuer kann nicht brennen. Aber es ist trotzdem ein Aktualisieren und die Praxis hat auch einen Einfluss auf dieses Körper-Geist-System. Es tut dem Körper-Geist-System einfach gut, zur Ruhe zu kommen, Abstand zu gewinnen zu Emotionen, vielleicht auch Dinge, die am Vortag geschehen sind, sich reflektieren zu lassen, nichts zu verdrängen. Und von daher ist Praxis im Alltag für mich in erster Linie präsent sein, wirklich wahrzunehmen. Und jeder Augenblick kann eine Einladung sein dazu. Jeder Augenblick kann eine Einladung sein, sich zu fragen, kann ich das wahrnehmen? Ich kann das wahrnehmen, was ist das, was wahrnimmt? Ja, das ist Praxis. Wenn du einer Person begegnest, die auf der Suche nach dem Weg ist, was wäre dein kurzer Ratschlag für diese Person? Ich glaube, als erstes herauszufinden, wonach wir suchen. Und die oberflächlichen Ideen zu hinterfragen. Also wenn jemand sagt, ja, ich will jetzt zum Zen, weil ich Erleuchtung oder das Erwachen suche,
zu hinterfragen, was meine ich damit? Was denke ich, was sich dann in meinem Leben verändern wird und warum will ich das? Ich hatte mal einen guten Bekannten, meinen Trauzeuge auch, der das Studium zum Betriebswirt hat er per Abendstudium gemacht. Das heißt, er hatte eine 40-50-Stunden-Woche Arbeit und hat jeden Abend noch dieses Studium gemacht. Nach 3 Jahren war er fertig und wir haben telefoniert. Und er hat zu mir gesagt, hey Thorsten, ich bin jetzt Betriebswirt, ich habe es geschafft, ich bin fertig. Und dann habe ich ihn gefragt, okay, herzlichen Glückwunsch, ich freue mich für dich, was hast du denn jetzt vor? Und dann sagt er, ich will in meiner Firma jetzt richtig Gas geben. Und ich habe damals, war ich genau mit diesem Thema irgendwie dran, wonach suche ich eigentlich? Was ist eigentlich das, was hinter allem steht? Und habe ihn gefragt, willst du nicht einfach nur zufrieden sein? Willst du nicht einfach nur glücklich sein? Und er sagt dann, nein, ich will in meiner Firma richtig Gas geben. Dann habe ich ihn gefragt, okay, lass uns ein Spiel zusammenspielen. Warum willst du in deiner Firma wirklich Gas geben? Dann guckt er mich an und sagt, wir haben ja telefoniert, da sagt er am Telefon, ich möchte erfolgreich sein. Dann habe ich ihn gefragt, okay, warum möchtest du erfolgreich sein? Sagt er, ich möchte ganz viel Geld verdienen. Dann habe ich gesagt, okay, das kann ich nachvollziehen. Also es geht dir nicht um glücklich sein und um Zufriedenheit, sondern du willst viel Geld verdienen. Ja, ich will viel Geld verdienen. Dann habe ich ihn gefragt, warum willst du viel Geld verdienen? Hat er gesagt, dann kann ich mir ein teures Sportauto kaufen. Habe ich gesagt, okay, lass uns noch ein bisschen weiterspielen. Warum willst du ein teures Sportauto kaufen? Dann kann ich damit ganz schnell auf der Autobahn fahren. Warum willst du ganz schnell damit auf der Autobahn fahren? Ja, das gibt mir einen Kick. Warum willst du den Kick? Das macht mich irgendwie zufrieden und glücklich. Ich behaupte, dass das, wonach wir alle suchen, ist diese einfache Zufriedenheit, die allerdings verdeckt wird von all den Annahmen und Ideen, die uns der Verstand erzählt. Der Verstand sagt, hey, du musst sehr intensiv Sazen praktizieren oder Sutren rezitieren oder du musst eine Weltreise machen oder du musst auf dem Jakobsweg pilgern, weil dann kommst du irgendwann von A nach B und wirst irgendwann dann die große Erleuchtung und die große Zufriedenheit haben. Und ich habe für mich die Erfahrung gemacht, in dem Augenblick, wenn wir diese oberflächlichen Wünsche fallen lassen, können wir in jedem Augenblick erkennen, dass diese Zufriedenheit oder dieser Frieden bereits da ist. Dass es nicht notwendig ist, irgendetwas zu tun oder zu machen. Und je mehr wir glauben, dass wir etwas tun müssen, inklusive Sazen und sehr intensiv praktizieren, je mehr wir glauben, das tun zu müssen, desto mehr entfernen wir uns von diesem ganz natürlichen Frieden. Und ich glaube, warum viele Menschen, inklusive mir, früher und auch jetzt noch hin und wieder, warum wir diesen inneren Frieden vergessen haben, liegt daran, dass der Verstand so laut ist. Dieses Gefühl von Frieden und Liebe, was ich, und das trifft es auch noch nicht ganz, aber am ehesten, das ist sehr leise, sehr zart, sehr weich und fein. Und ja, und wenn da ständig die Kiste brabbelt, du musst noch das erreichen, du musst noch dieses tun, du musst noch das machen, dann entfernen wir uns davon scheinbar, beziehungsweise können es nicht mehr wahrnehmen. Wir verlernen es wahrzunehmen. Ja. Das würde ich wir waren ja bei einer ganz anderen Frage. Das würde ich einem, jemanden, der sich auf den Weg begeben möchte, würde ich das raten, zunächst einmal genau hinzusehen, wonach suchst du eigentlich? Wonach verlangt dein Herz? Was ist das, was du wirklich willst? Und wenn du glaubst, die Antwort gefunden zu haben, hinterfrage es nochmal. Warum willst du das? Was glaubst du, wie wird sich dann dein Leben verändern? Oder was glaubst du dann zu erreichen? Und immer wieder weiter zu hinterfragen. Ich habe dieses Spiel, was ich mit dem Freund von mir gespielt habe, habe ich mit vielen anderen Menschen gespielt. Und wir kamen am Ende immer zu diesem Punkt, ja, eigentlich möchte ich Liebe in Form von verbunden sein, angenommen sein, mich selbst wie auch die Welt, ein Gefühl von Frieden oder Zufriedenheit, ja, Verbundenheit. Vielleicht kann man auch sagen, wieder nach Hause kommen. Mm, mm, mm. Ja.
Ja. Und das würde ich dem Anfänger raten, bevor er sich auf irgendeinen spirituellen Weg begibt. Wir haben den Katalog der Fragen jetzt abgearbeitet. Gibt es noch irgendwas, worüber du gerne sprechen würdest? Ja, in der Tat, gerade bezogen auf das, was ich gerade gesagt habe. Ich habe einige Videos von dir gesehen und ich kann mich auch daran erinnern, ich war in Bonn, als du dort einen Sazen-Tag angeboten hast. Und da war ein Teilnehmer, der die Frage gestellt hat, er liebt Sazen und die gesamte Praxis, die liebt er, das ist genau sein Ding. Aber was er nicht liebt, sind die Schmerzen während Sazen. Und ich habe das in anderen Videos von dir auch schon mitbekommen, dass du gesagt hast, ja, diese Schmerzen, wir müssen die einfach durchsitzen. Und solltest du das Gefühl haben, du musst sterben, dann stirb ruhig, weil wir haben ja einen Platz hinterm Dojo oder hinterm Tempel, da ist ein Friedhof, da können wir dich gerne beerdigen. Und ich würde dich gerne fragen, ich habe das damals bei unserem Interview, hatte ich auf der Hinfahrt, hatte ich die Frage noch im Kopf und dann war sie aber während unserem Interview weg. Warum sagst du das und was willst du damit bewirken? Naja, Schmerzen sind ja ein konkretes Beispiel von Leiden, ne? Das einem beim Sazen dann auf mehr oder weniger intensive Art und Weise dann plötzlich im Weg steht. Mhm. Alles, was du über die Überwältigung des Leidens gesagt hast, kann man auch über die Schmerzen sagen. Also man sollte nicht gegen die Schmerzen ankämpfen, man sollte aber auch nicht versuchen, vor den Schmerzen wegzulaufen. Das kann man zwar, indem man dann immer die Haltung ein bisschen ändert, die Beine ein bisschen ausstreckt, sich vielleicht auf den Stuhl setzt, aber irgendwann fängt es selbst auf dem Stuhl an, weh zu tun. Dann tun einem auch auf dem Stuhl irgendwann mal die Pobacken weh und ich glaube, der Dogen hat irgendwann mal gesagt, wenn es dir darum geht, Schmerzen zu vermeiden, wird es dir irgendwann selbst im Liegen wehtun. Ne? Also zu sagen, ja, sitz jetzt mal durch die Schmerzen durch. Also den Ausdruck so verwende ich, glaube ich, nicht. Aber tatsächlich das, was du gesagt hast. Also der Friedhof wartet auf jeden von uns und meiner Meinung nach ist es tatsächlich, oder man kommt nicht drum herum, zumindest in meinem Fall war es so, dass man irgendwann sie auf dem Kissen sagen muss und wenn es mich das Leben kostet, ich bleibe jetzt hier sitzen. Was aber wichtig ist, und deshalb ist es vielleicht ein bisschen gefährlich, das immer wieder zu sagen, wichtig ist, dass ich das nicht so meine, du musst da so sitzen wie ein Samurai, der durchkämpft durch die Schmerzen und die Zähne zusammenbeißt, denn dann kämpfst du ja wieder gegen die Schmerzen. Und selbst wenn es dir gelingt, unbeweglich bis zum Ende der Sazen-Periode zu sitzen, du stärkst damit nur dein Ego. Ich habe es geschafft. Und irgendwann kann man sich damit auch die Knie und die Fußgelenke kaputt machen. Und viele haben das auch gemacht. Man wäre nicht der Erste, der sich damit die Beine ruiniert. Das meine ich nicht, sondern ich meine, dass ich die Schmerzen so annehme, wie sie in dem Moment sind. Selbst wenn es sich so anfühlt, als ob mich das umbringt. Aber dieses Sitzen mit der Bereitschaft zu sterben ist nicht, ich meine keine Macho-Haltung, sondern ich meine totales Annehmen in dem Moment. Und man sollte natürlich, wenn man jetzt sagen wir mal 45 Minuten sitzt, wenn man weiß, ich kann das nicht im vollen Lotus machen, dann sollte man sich von Anfang an nicht im vollen Lotus dahinsetzen. Ne? Es reicht ja auch im birmesischen Sitz oder auch auf dem Stuhl. Aber wie gesagt, selbst auf dem Stuhl fühlt es sich manchmal so an, als würde das einen umbringen. Und wenn es klar ist, das ist zu 99,9% psychologische Multiplikation hier im Kopf, wie soll ich da tatsächlich auf dem Stuhl sterben, dann ist es doch relativ sicher zu sagen, okay,
Und selbst wenn ich mich das, wenn es mich das Leben kostet, ich sterbe jetzt auf dem Stuhl oder ich sterbe hier in der burmesischen Sitzhaltung. Was ich jetzt nicht meine, ist, dass man sozusagen sich tatsächlich auch psychisch, nicht psychisch, sondern physisch, also körperlich so quälen soll, dass man tatsächlich stirbt. Ne? Das meine ich, wie gesagt, nicht. Ne? Aber man wird so oder so an den Punkt kommen, wo ja, man sich so oder das Ego oder was auch immer sich so in die Ecke getrieben fühlt, dass es da oben in der Kiste heißt, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Und irgendwann muss man dem kleinen Männchen da oben in der Kiste sagen, okay, dann stirb doch, okay, dann stirb doch. Und nach meiner Erfahrung geht es danach sehr viel einfacher. Ne? Aber wie gesagt, dieses Sterben bedeutet nicht, dass das kleine Männchen da oben die Zähne zusammenbeißt und oh, ich mach's, sondern loslassen. Ja, ein Loslassen, ja. Ja, ich weiß, wie du es meinst. Ich weiß auf der anderen Seite, aber von vielen Zen-Praktizierenden, was heißt von vielen, aber ich habe es auf Session immer wieder mitbekommen, dass die sich Schmerzmittel vorm Sazen reinpfeifen, um dann Sazen sitzen zu können. Und ich habe jedes Mal die Hände innerlich über den Kopf zusammengeschlagen und habe gesagt, das kann es nicht sein, dass ich Schmerzmittel nehme, um zu praktizieren. Und aber auf der anderen Seite, jede spirituelle Tradition oder jede spirituelle Praktik scheint oder jede spirituelle Tradition hat eine Praktik, die uns fordert und überfordert. Bei den Christen ist es vielleicht das Pilgern, wo ich irgendwann mit blutigen Füßen auf dem Jakobs oder wo auch immer eine Gotteserfahrung habe oder wie die es dann nennen. Bei den Sufis ist es das Durchtanzen, eine ganze Nacht sehr intensiv tanzen, bis man irgendwann umfällt oder wie auch immer und in den Geliebten hineinfällt, wie es ja da bezeichnet wird. Und im Sazen ist es diese Erfahrung oder beziehungsweise die Praxis auf dem Kissen. Nur verstärkt, in meinem Verständnis, verstärkt dieses Schmerzen sind da oder ich muss jetzt weit pilgern, um eine bestimmte Erfahrung zu machen oder ich muss eine mich überfordernde Praxis tun, fördert die Idee, ich muss etwas tun, um von A nach B zu kommen. Das ist so ein Punkt, der mich nach wie vor irritiert, wobei die ersten Erfahrungen auf dem Kissen, die ich hatte oder wo Einsichten da waren, die gerade bei der allerersten Erfahrung war die auch mit intensiven Schmerzen verbunden, so wie du es eben beschrieben hast. Also es war dieser intensive Schmerz da und der hat keinen Gedanken mehr zugelassen, als nur noch diesen Schmerz, 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 bis sich auf einmal was geöffnet hat. Aber diese Erfahrung hatte Anfang und Ende. Also sie hat zwar was gezeigt, mal einen Teil des Elefanten gezeigt, den ich damals betastet habe und dann wusste, wie der Elefant aussieht, aber halt eben nicht den ganzen Elefanten. Ja. Ja, das mit diesem durch die Schmerzen durchsitzen und auf dem Kissen sterben, ist, glaube ich, auch etwas, was, naja, vielleicht während des ersten Jahrzehnts oder so und man mal dann auch tatsächlich am eigenen Leib erfährt. Aber es ist nicht, das ist natürlich auch nur ein Aspekt. Es ist sicher nicht dasselbe. Und jetzt nach 30 Jahren ist es ja nicht so, dass ich, wenn ich mich im Sonntag in den Park setze, dann jedes Mal wieder auf dem Kissen sterbe. Und da sind wieder diese Schmerzen, da ist diese Mauer und dann sterbe ich auf dem Kissen. Sondern es ist ich glaube, eine wichtige Erfahrung, da mal durch diese Nadelöhr durchzugehen, aber sicher nicht der ganze Weg. Ne? Nein, genau. Der ganze Weg. Und es ist auch nichts dagegen einzuwenden, wenn man sich einfach mal hinsetzt und es einfach nur gut. Oder es ist einfach nur mal langweilig. Ne? Also Brett Warner hat ja mal einen Artikel geschrieben, Zen is boring. Ne? Darüber schreibt, wie langweilig für ihn die Praxis ist. Manchmal ist es einfach langweilig. Manchmal ist es einfach schön, auf dem Kissen sitzen zu dürfen für eine halbe oder eine ganze Stunde. Und da sind keine Schmerzen, müssen ja auch nicht sein. Nee. Und dann ist manchmal halt schmerzhaft. Ja, ja, manchmal ist es und manchmal nicht, ja. Wo du eben gesagt hast, manchmal kannst du auch auf dem Stuhl wehtun. Ja. Das ist gar nicht so lang her. Ich glaube, vor 2 Jahren war ich auf einem Session,
wo ich, keine Ahnung, am dritten, vierten Tag oder so waren sehr intensive Schmerzen da, sodass ich beim nächsten Sazen gesagt habe, nö, ich habe keine Lust, diese Schmerzen nochmal auszuhalten. Ich setze mich in Gaitan auf den Stuhl. Ja. Das Faszinierende war, die Knieschmerzen waren trotzdem da, obwohl ich nicht in der Haltung, sondern eigentlich bequem am Stuhl saß. Und dann bin ich während dem Kinn hin, bin ich dann wieder ins Dojo und habe mich halt eben doch aufs Kissen gesetzt, weil es ist natürlich von der Stabilität her durchaus bequemer. Ja. Ja. Aber das fand ich faszinierend. Es waren dieselben Schmerzen auf dem Stuhl, wie ich sie vorher auf dem Kissen erlebt hatte. Ja. Ja. Sitzt du da, wo du gerade sitzt, in deinem privaten Dojo, oder? Ja, das ist mein Büro im Grunde, mein Homeoffice oder mein Büro hier zu Hause. Und da habe ich auch in der Tat, an der Wand sitze ich, wenn ich sitze, ja. Sitzt du da alleine oder ist es eine Gruppe, die sich... Ich sitze hier zu Hause alleine. Ich habe mittlerweile, glaube ich, schon einen dritten Versuch gehabt, hier vor Ort eine Zen-Gruppe aufzubauen. Ja. Auf der einen Seite scheitert es an den Räumlichkeiten immer mal wieder, auf der anderen Seite scheitert es aber auch an den Teilnehmern, weil ich wohne in einem Ort, wir haben, ich glaube, unter 1000 Einwohnern und die umliegenden größeren Städte, die drumherum sind, die haben zum Teil irgendein Zen-Angebot oder die Leute würden nicht bis hierhin fahren. Also ich sage mal Frankfurt, das ist 45 Minuten entfernt. Für eine wöchentliche Gruppe scheint es hier noch nicht der richtige Ort zu sein. Was ich anbiete, ist einmal im Monat ein Zen-Wochenende. Dass ich sage, ich bin da. Genau, da habe ich dann entsprechend die Leute. Und im Moment, aufgrund der Corona-Geschichte und weil ich viele Anfragen bekommen habe, ist im Moment die Überlegung, eine Online-Sangha zu gründen. Also das heißt, mit Menschen online sich zu treffen zum Sazen. Auf der einen Seite, aber auch in unregelmäßigen Abständen Lehrer einzuladen für Vorträge und vielleicht sowas wachsen zu lassen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, weil es ist, empfinde ich schon so, wenn man gemeinsam in der Gruppe, gerade auf einem Zen-Tag, auch mit gemeinsamen Gemüse schneiden, Essen vorbereiten, rezitieren, die gesamten Abläufe, ist einfach was anderes, als ob man das halt eben online macht. Ja. Aber mal schauen. Genau. Ja, also vielen Dank von meiner Seite. Oder hast du noch irgendwas, was du noch ansprechen möchtest? Nö. Soweit nicht. Also ich freue mich, dass ich jetzt meinerseits dir diese Fragen auch mal stellen durfte. Ja. Wenn du nichts dagegen hast, ich würde das alles so ungeschnitten hochladen auf YouTube, wie es jetzt aufgenommen wurde. Darfst du mit meiner Genehmigung gerne machen, ja? Ja, okay, super. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Es ist ja jetzt noch vormittags in Deutschland. Meine Frau macht im Hintergrund gerade Abendessen. Ich weiß mal, man das hören kann, aber ja. Geräusche, das ist so. Ich bin hier im Wohnzimmer. Nein, ich habe leider kein Filmzimmer. Weißt du schon, wann du das nächste Mal wieder in Deutschland bist, in Bonn bei Patrick? War ja geplant Ende August, Anfang September, aber daraus wird wegen Corona nichts. Also ich habe das jetzt alles um ein Jahr verschoben. Zen-Dojo Bonn, das ist schon geplant. Ich kann dir jetzt nicht den genauen Tag sagen. Dann kann ich ja auf der Seite schauen. Ich 28. August oder sowas, ne? Genau, war bezogen auf dieses Jahr, ob das stattfindet oder aufgrund von Corona verschoben wird. Ja. Also die Hoffnung ist, dass 2021 im Sommer dann internationale Reisen zwischen Asien und Europa möglich sind und ich dann nicht bei Ankunft erstmal in 2 Wochen in Quarantäne muss. Ne? Ja, hoffen wir alle. Genau, prima. Ja, ich bedanke mich bei dir, dass du da diese Vorlage mir gegeben hast oder mich gefragt hast nach einem Interview, sonst wäre es vermutlich nicht entstanden. Aber so hat es mir große Freude gemacht und einfach die Fragen mal mit meinen Worten zu beantworten oder aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung heraus. Ja.
Danke. Ja, jetzt das Gute bei Zoom ist, dass du, selbst wenn du wolltest, mir jetzt keine Ohrfeigen geben kannst und so weiter. Also Schreien ginge gerade noch, aber Stockschläge sind ja Gott sei Dank nicht möglich. Ich befinde mich hier in sicherer Entfernung. Ja, ich habe tatsächlich, nachdem ich das Interview von dir und Brad Warner gesehen habe, habe ich auch überlegt, ja, vielleicht gibt es irgendwann einen zweiten Teil von Blueprints, weil so ist der Aufwand natürlich deutlich geringer, als wenn man halt durch die Weltgeschichte fährt. Auf der anderen Seite war es mir wichtig, wirklich auch die Praxis zu erleben. Das heißt, meistens war ich ja dann 1 bis 2 Tage in den Dojos oder in den Tempeln der Lehrer, die ich interviewt habe. Und habe mir auch einfach angeguckt, wie ist die Atmosphäre, wie agiert die Gruppe miteinander und so weiter. Und das war halt eine schöne, tolle Erfahrung. Aber auch zeitaufwendig und intensiv, ja. Okay. Ja, gut. Ja, vielen Dank. Wir bleiben in Kontakt. Kontakt, so machen wir das. Dankeschön. Schönen Tag noch. Tschüss. Ja, dir auch. Ciao.